Welcome. I am your supervisor and will support you during your first assignment. Looking forward. So, und damit herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video. Wir schauen uns heute gemeinsam das erste Gameplay vom neuen Emergency an. Den Namen so richtig weiß ich zwar bis heute nicht, ich nenne es immer Emergency 2023, aber ja, vielleicht ändert sich da ja noch was. Was heißt wir? Wir sind heute hier zu viert. Das ist meine Wenigkeit, das ist der Domme, das ist der Teuton King und das ist auch der Gecko, der hier mit dabei ist. Und es gibt einen kleinen, eine Kleinigkeit, die dazu zu sagen ist. Und zwar habe ich das Gameplay diesmal nicht selber aufgenommen, da ich keine Zeit hatte. Ich war mit der Jugendfeuerwehr unterwegs das ganze Wochenende und konnte deshalb an diesem Playtest nicht teilnehmen. Aber ich habe natürlich den ersten Playtest gespielt und ja, so viel Veränderungen dazwischen war jetzt nicht. Deshalb habe ich einmal den Teuton King gefragt, ob er mir Gameplay aufnehmen kann und auch den Domme, ob er mir Gameplay aufnehmen kann. Und das haben die beiden ganz feucht und fröhlich gemacht. Und deshalb habe ich mir gedacht, wir schauen uns das einfach mal an. Denn wir haben jetzt so ziemlich alle Seiten, oder können alle Seiten betrachten, auf die das Spiel so ein bisschen absieht. Denn wir haben einmal den Spieler, der gar nicht so viel mit Emergency zu tun hat. Das wäre der Teuton King, der vielleicht schon mal klar eine Runde Emergency gespielt hat, aber so ansonsten sich nicht weiter damit beschäftigt. Und wir haben natürlich mich, der sich schon ein bisschen mehr damit beschäftigt und auch dann natürlich den Gecko und auch den Domme, die da sehr tief in der Materie drin sind, teilweise auch selber modden und dann vielleicht so da eine ganz andere Sicht auf das Spiel haben. Und wir haben uns gedacht, wir schauen uns das Gameplay einfach im Hintergrund so ein bisschen an, gehen da so ein bisschen auf ein. Gespielt hat hier der Teuton King im ersten Video, das wäre jetzt hier direkt die Tutorial-Mission. Und ja, genau, wir schauen uns das Ganze einfach mal an und gehen so ein bisschen drauf ein, was wir erwarten, was wir dann schlussendlich wahrscheinlich auch bekommen anhand des Gameplays hier. Und ja, ich bin sehr gespannt, was die anderen dazu sagen. Ich habe ja meine Meinung zum Spiel schon so ein bisschen in den News-Folgen, die ich dazu erstellt habe, ein bisschen kundgetan natürlich, versucht immer neutral zu bleiben. Aber ich bin natürlich auch so ein bisschen skeptisch, was das Spiel angeht. Natürlich ist es nicht das, was wir uns als alteingesessene Modding-Community so erwünscht haben, gerade weil es natürlich auch keine Mods unterstützt. Das wird es natürlich nicht geben, aber vielleicht ist es ja genau das, was wir vielleicht mal brauchen. So ein Spiel, was man zwischendurch mal anwerfen kann, eine Runde zocken kann und dann ja, nach einer halben Stunde, einer Stunde wieder ausmacht. Und dann ist gut. Aber genau deswegen haben wir ja verschiedene Spieler, die dann mal dazu was sagen können. Ich würde sagen, das erste Wort übergebe ich direkt mal jetzt hier an den Domme, der natürlich auch viel Zeit tatsächlich in den Playtest reingesteckt hat, wie ich jetzt so im Nachhinein feststellen musste. Und vielleicht kannst du uns ja mal sagen, wie deine Erfahrungen mit dem Spiel waren und was du erwartet hast und was du letztendlich zumindest in diesem Playtest bekommen hast. Also erstmal Hallöchen von mir. Wie du schon sagst, war ich ziemlich skeptisch, was dieses Game angeht. Und tatsächlich nach ganzen 2 Stunden Playtest, obwohl ich dachte, es geht nur 3 Stunden, ging es ja das ganze Wochenende, irgendwelche verwunderlicherweise. Aber tatsächlich bin ich ziemlich positiv überrascht worden. Es hat doch ziemlich viel Spaß gemacht und hätte ich jetzt nicht gewusst, dass es länger als 3 Stunden geht, wäre es wahrscheinlich auch mehr geworden. Aber dennoch bin ich zum Entschluss gekommen. Erstens, dass es halt nichts auf Dauer wird. Das wird so eine Sache wie das Emergency-Hauptquartier auf dem Handy. So ab und zu gucke ich mal rein, wenn ich Langeweile habe oder einfach nichts zu tun habe. Aber im Großen und Ganzen, ja, also vom Aussehen her hat es mich jetzt nicht angesprochen. Okay, ich bin Emergency 4-Spieler wie sonst was. Ich liebe dieses Game und da ist die Grafik jetzt auch nicht gerade schöner. Aber auch vom Spielen her, also man hat ja die Möglichkeit beim zweiten Playtest im Multiplayer zu spielen. Und wenn du da halt nicht so ein eingespieltes Team bist, wie jetzt wir untereinander, dann passiert da ganz schön viel blödes Zeug. So wie an diesen 2 Stunden. Das wird man eventuell irgendwann mal sehen. Genau. Und man hat halt auch leider auch gesehen, dass es ein ziemliches Pay-to-Win-Spiel werden könnte. Besonders mit dem Thema Skins und den Erweiterungen für die ganzen Fahrzeuge oder fürs Personal, die man sich da holen kann. Ich weiß jetzt, man konnte die mit Ingame-Währung kaufen, die man erwerben kann. Da ist halt die Frage, wie das
auch jetzt weiterhin sein wird, ob man da auch sagen kann, als Emergency kommen, da kann man auch Geld investieren. Dennoch denke ich so, ab und zu kann es mal lustig werden, aber ein Nachfolger für Emergency 4, beziehungsweise für manche auch Emergency 5, wird das, glaube ich, auf keinen Fall. Ja, das denke ich auch. Also man hat ja auch schon viel in der Community gehört natürlich. Das ist ein sehr heiß diskutiertes Thema und auch teilweise hat man da schon viel Hate auch mitbekommen, was natürlich dann in Richtung 16 Tons gegangen ist. Ob der gerechtfertigt ist, ist natürlich immer so eine Sache. Natürlich haben sich alle ein bisschen was anderes gewünscht. Das muss man auch einfach mal fairerweise sagen. Da natürlich Emergency die letzten Jahre eigentlich fast nur von der Modding-Community gelebt hat, zumindest auf dem PC, auf dem Smartphone. Klar, da gab es dieses Emergency Q und das ist auch irgendwo erfolgreich. Keine Frage, und das ist auch mal lustig für zwischendurch, wie der Domme das schon gesagt hat. Aber es ist natürlich nicht das, was sich der eingefleischte PC-Spieler gewünscht hat. Wir waren ja nach Emergency 4 und natürlich den ganzen Mods schon sehr verwöhnt. Da kam EM5, was dann unglaublich träge sich gespielt hat und natürlich dann auch erst, ich sag mal, gespielt wurde, nachdem vernünftige Mods rauskamen. Das muss man ja so fairerweise auch mal sagen. Bevor es da keine Mods gab, war EM5 auch nicht wirklich großartig vertreten in der Szene. Zumindest habe ich so das Gefühl. Und das ist halt natürlich das große Problem, was dieses Emergency haben wird. Dadurch, dass es halt keine Modding-Community unterstützt oder keine Mods unterstützt, habe ich die Befürchtung, dass es relativ zügig untergehen wird. Weil man muss immer sehen, klar, auf dem Smartphone, hat so ziemlich jeder in der Tasche. Und wenn man dann unterwegs ist, im Zug sitzt, im Bus sitzt oder was auch immer, dann kann man auch mal schnell eine Runde spielen. Wenn ich mich aber vor den PC setze, dann will ich bewusst etwas spielen, was mir auch Spaß macht. Und wenn mir dann dieses Emergency nicht diesen Kick geben kann, dann starte ich es auch gar nicht erst. Sicherlich, wie gesagt, für zwischendurch kann das vielleicht mal ganz cool sein. Aber ich als Spieler, der schon viele Emergency spielt, muss man ja fairerweise sagen, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Aber wir haben natürlich auch noch die andere Seite, die wir beleuchten können, und zwar den Teuton King, der, wie bereits schon angesprochen, nicht allzu viel mit Emergency am Hut hat. Vielleicht kannst du uns ja mal sagen, wie du das Spiel empfunden hast, nachdem ich dich gefragt habe, ob du mal ein bisschen Gameplay von mir auf oder für mich aufnehmen kannst. Hat es dir Spaß gemacht oder war es gar nichts für dich? Oder wie ist deine Sicht zu dem Spiel? Ja, hallo Asna. Also, ich fand's etwas kompliziert. Also, da muss ich sagen, ich bin ja eher so im 5 nur mitgespielt bei euch, um zu machen. Also, hier Wuppertalmod haben wir ja immer gespielt mit Leitstelle und sowas. Genau, ne? Ich find's sehr kompliziert gemacht. Find ich jetzt. Und es sind auch irgendwie dieses ganze HUD und sowas viel zu überladen. Viel zu viel Input, was da drauf ist. Ja. Ja, Grafik ist halt nicht mein Fall. Das sieht alles aus wie Matchbox. Aber das wird wahrscheinlich dann dieses Skin-Prinzip sein. Die Grundmodelle sehen halt alle kacke aus. Die Leute sollen sich dann wahrscheinlich Skins kaufen. Denke ich mal, vermute ich mal. Dass es extra so gemacht worden ist, wenn das wirklich in dieses Geld-Ding geht. Also Free-to-Play, aber halt Kohle reinstecken musst für die ganzen Sachen. Finde ich halt auch ein bisschen nicht mein Fall. Ja, ansonsten nicht meine Welt. Da ist EM5 mir noch viel, viel lieber. Ja, das kann ich durchaus verstehen. Tatsächlich hast du einen interessanten Punkt angesprochen, gerade mit dem HUD oder mit dem UI, wie man es nennen möchte. Das finde ich auch recht interessant, weil es wirkt natürlich auf der einen Seite etwas moderner, als es jetzt gerade bei EM4 gut. EM4 ist jetzt, ja, ist zu alt dafür, aber auch bei EM5 wirkt es schon moderner, aber ich finde auch, dass es tatsächlich fast schon zu überladen wirkt. Denn wenn man jetzt hier im Gameplay sieht, da sind 100.000 Balken und 100.000 Zeichen, die irgendwas anzeigen, was super wichtig ist, aber die Hälfte davon ist gerade für das Gameplay gar nicht wichtig. Die müsste mir aktuell gerade gar nicht angezeigt werden. Deshalb, ja, finde ich es schwierig, oder was heißt schwierig, auch finde ich es auch tatsächlich ein bisschen überladen. Du hast auch angesprochen, dass für dich der Einstieg natürlich etwas schwieriger war, wobei ich das tatsächlich sehr eigenartig, aber verwunderlich finde, da natürlich das Spiel eigentlich genau deine Zielgruppe so ein bisschen
mit abdecken soll. Es soll neue Spieler mit in die Emergency Bubble mit reinholen. Dann haben sie ja irgendwas zumindest nicht so ganz richtig gemacht. Wobei man jetzt auch sagen muss, natürlich, das ist jetzt ein Playtest, das ist sicherlich noch nicht der finale Stand, was die Einführung am Endeffekt sein wird. Aber das werden wir natürlich noch sehen. Was du auch ganz gut angesprochen hast, sind natürlich die Fahrzeugmodelle. Ich finde es unglaublich schade, dass man hier wieder so viel Potenzial verschenkt hat, indem man wieder so, ja, ich sag mal, universell einsetzbare Modelle genutzt hat. Ich verstehe, dass man das Geld nicht unbedingt für irgendwelche Markenrechte ausgeben muss. Also ich habe jetzt nicht die Erwartung, dass man da unbedingt den Mercedes-Stern vorne auf dem Fahrzeug sehen muss oder MAN vorne drauf stehen muss. Das ist mir schon klar. Aber ich finde, man hätte sich ruhig an einem realen Vorbild so ein bisschen orientieren können. Das heißt, ja, man hätte sich von mir aus auch Deutschland nehmen können als reales Vorbild und dann wirklich auch mal eine Drehleiter bauen, die auch wirklich ein bisschen realistisch aussieht oder auch das, das Löschfahrzeug oder das, das Tanklöschfahrzeug und nicht wieder diese universell einsetzbaren Fahrzeuge. Aber da gehen wir auch wieder in Richtung natürlich dann die Fahrzeugskins. Da ist es natürlich deutlich einfacher, wenn die Fahrzeuge universell aussehen, denn dann klatscht man dann einen anderen Skin drauf, vielleicht noch eine andere Sondersignalanlage und dann hat sich das Thema. Und schon hat man ein wunderschönes Fahrzeug, was auch so in Amerika fahren könnte. Ob das natürlich jetzt das ist, was man sich unbedingt wünscht, ich weiß es nicht. Also meins ist es nicht. Ich finde tatsächlich auch, dass die Fahrzeugmodelle nicht gut aussehen. Ich finde sie teilweise sogar schlechter als in EM5. Zumindest jetzt im Grundmodell. Und das ist schon eine Hausnummer. Teilweise wurden sie auch einfach gefühlt recycelt. Gerade wenn ich mir den RTW angucke, der wirkt schon sehr EM5-lastig. Aber ja, finde ich tatsächlich einfach nicht so toll. Aber wir haben natürlich jetzt hier noch einen dritten im Bunde. Vielleicht kann der Gecko mal erzählen. Gecko, du hast ja gar nicht gespielt. Du hast dir allerdings dafür Gameplay angeschaut. Und vielleicht kannst du uns mal deine Sichtweise erzählen. Du hast natürlich auch viel mit der Emergency Community zu tun, bist da tief verankert. Und was erwartest du vom Spiel? Hast du überhaupt Lust auf das Spiel? Möchtest du selber irgendwann spielen oder geht das völlig an dir vorbei? Ja, auch von mir ein Hallo. Tatsächlich ist das Spiel gar nicht mal so krass an mir vorbeigegangen. Ich habe einfach nur keine Zeit gefunden, dass ich hätte Playtest oder ähnliches spielen können. Ich finde das Ganze vom Prinzip her ziemlich interessant, einfach weil es in diese Richtung Emergency HQ geht. Halt jetzt mit einem Multiplayer. Das könnte ich mir durchaus interessant vorstellen, wenn man halt wirklich die Leute hat, die da Bock drauf haben. Ansonsten sehe ich es auch so wie die anderen. Es ist halt ein Spiel für zwischendurch. Es sieht prinzipiell ja gar nicht mal so schlecht aus. Meine Angst ist halt allerdings auch so ein bisschen das mit den ganzen Pay-to-Win-Aspekten. Ich meine, ich sehe ja jetzt auch hier quasi gerade das Gameplay und halt gerade auf die, wie heißt, auf die Verbesserungen etc. habe gemünzt, dass es da halt einfach doch irgendwie relativ schnell Überhand nehmen könnte. Das mit den Skins, ja gut, okay, das ist ja mittlerweile gefühlt so eine Krankheit. Das hat ja jedes Spiel fast quasi. Sehe ich also jetzt nicht so kritisch. Ansonsten denke ich, dass es halt relativ witzig sein könnte. So krass meine Sicht habe ich da jetzt noch gar nicht. Ja, das ist ja ungefähr das, was alle anderen auch so gesagt haben, ne? Ja, du hast recht, das stimmt natürlich jetzt im Nachhinein, wenn man auf das Thema Skins guckt. Das ist tatsächlich eine Krankheit, die die Gaming-Industrie in den letzten Jahren so ein bisschen befallen hat. Und warum sollte ein Emergency nicht mit in das Horn blasen, ja? Die haben natürlich da die besten Grundvoraussetzungen, das auch so zu übernehmen. Gerade dadurch, dass man natürlich dann die Fahrzeuge entsprechend anpassen kann. Was ich allerdings tatsächlich auch etwas schade finde, abgesehen von den Skins, ist tatsächlich, dass man auch nicht die Fahrzeugaufstellung selber wählen kann, dass man da so ein bisschen gebunden ist, denn das lässt das Spiel unglaublich statisch wirken. Man hat gar keine, also so gefühlt zumindest, ich sehe es auch gerade im Gameplay, auch im ersten Playtest habe ich das selber gesehen, diese Dynamik, wie man sie mit EM5 und EM4 und auch jedem Emergency davor hatte, dass man seine Einsatzstelle selber so koordinieren konnte, und selber auswählen konnte, ob ich jetzt das Fahrzeug meinetwegen auf den Gehweg stelle oder daneben oder aufs Gras oder wo auch immer hin, geht natürlich durch diese fest ausgewählten Punkte definitiv irgendwo verloren. Finde ich schade,
Weiß ich noch nicht, ob das so geil ist. Klar, natürlich, durch Emergency Akku kennt man das. Aber bei Emergency Akku darf man auch nicht vergessen, dass das ein Smartphone-Spiel ist. Und dass dem natürlich dann auch geschuldet ist, dass man dort mit der Steuerung des Spiels so ein bisschen begrenzt ist. Hier allerdings, bei diesem Spiel, habe ich eine Maus in der Hand. Ich kann schon selber auswählen, wo was hin kann. Und finde es schade, dass man da tatsächlich dann so beschnitten ist. Aber das wird sich natürlich dann auch mit der Zeit zeigen, ob das so geil ist oder ob es doch nicht so gut ist. Das wird sich natürlich dann im richtigen Spiel dann erst herausstellen. Was ich allerdings nicht so gut finde, oder heißt nicht so gut, das muss man auch sehen, wie es sich im Nachhinein machen wird, sind diese Upgrades. Denn, wie Dom gesagt hat, man kann ja seine Einheiten zum Beispiel verbessern mit diesen Upgrade-Karten, dass dann die Einheit zum Beispiel in der einen Fähigkeit, zum Beispiel in der Bandbekämpfung, etwas stärker ist. Jetzt hat man natürlich zumindest im Multiplayer immer diesen, in Anführungszeichen, Konkurrenzkampf. Man spielt immer mit drei weiteren Spielern zusammen. Und wer dann, ich sag mal, am schnellsten seine Aufgaben erledigt, gewinnt dann das Spiel, so in Anführungszeichen. Also so grob kann man das, denke ich mal, schon erklären. Jetzt kommen natürlich wieder diese Upgrade-Karten ins Spiel, denn wenn meine Einheit in der Bandbekämpfung auf einmal 25% schneller ist als die vom, in Anführungszeichen, Gegner, dann sorgt das natürlich dafür, dass es schon langsam in die Richtung Pay to Win geht. Jetzt ist natürlich die Frage, ob ich diese Upgrade-Karten wirklich nur mit Ingame-Währung kaufen kann oder ob ich dafür auch echt Geld ausgeben kann. Das weiß man zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht. Das wurde auch noch nirgendwo kommuniziert. Es heißt zwar, klar, dass es den Online-Shop gibt, aber der kann natürlich auch rein für die Fahrzeugskins dafür vorhanden sein. Das, wie gesagt, wurde einfach noch nicht kommuniziert. Dafür haben wir noch nicht genug Informationen. Ansonsten denke ich, dass das Spiel natürlich irgendwo schon seine Daseinsberechtigung hat. Es war fast klar, dass das neue Emergency irgendwo in die Richtung gehen wird, gerade bei Emergency Akku auf dem Smartphone schon ein relativ großer Erfolg war und die Community rund um die Modifikation schon groß ist, keine Frage, aber im Verhältnis zu dem, was man zum Beispiel mit Emergency Akku erreichen kann, dann doch relativ klein wirkt. Und rein aus finanzieller Sicht war es mir da fast klar, dass man da irgendwo einen Kompromiss finden muss, dass man nicht nur die Modding-Community anspricht, sondern auch natürlich dann alle, in Anführungszeichen, Casual-Spieler, alle normalen Spieler. Ich finde es tatsächlich aber ein bisschen schade, dass man halt die Modding-Community da tatsächlich so vor den Kopf stößt, da, wie gesagt, die letzten Jahre Emergency zumindest auf dem PC nur von Mods gelebt hat. Ja, das konnte EM5 nicht retten, und EM4 ohne Mods würde heutzutage auch nicht mehr gespielt werden. Und wir wissen natürlich, was Emergency-Teile oder wie Emergency-Teile heute noch gespielt werden, die kein Modding unterstützen. Siehe EM 2014, die Hälfte der Spieler weiß nicht mal, dass es dieses Spiel gibt, weil sie halt einfach kein Modding unterstützen, ja. Und da finde ich es halt ein bisschen schade, dass man da die Community tatsächlich so hinten runterfallen lässt. Aber gut, das ist, wie es ist. Man kann es jetzt im Nachhinein nicht mehr ändern. Ich bin tatsächlich sehr gespannt, ob dieses Spiel uns jetzt für die nächsten Jahre begleiten wird oder ob das nur so ein Übergangsspiel ist und wir vielleicht doch nochmal in den nächsten Jahren ein Emergency bekommen, was der direkte Nachfolger von EM5 sein wird. Denn hier wurde ja offiziell schon gesagt, dass das neue Emergency kein direkter Nachfolger von EM4 und 5 ist, sondern eher als Standalone-Spiel gesehen werden kann. Und da ist natürlich, in diese Aussage kann man natürlich schon so ein bisschen viel rein interpretieren. Da könnte man schon denken, dass vielleicht in Zukunft doch nochmal was geplant ist, was dann auch wirklich die Modding-Community anspricht. Und da bin ich tatsächlich sehr gespannt. Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Allerdings wird bis dahin natürlich noch jede Menge Zeit vergehen. Wir haben jetzt erstmal dieses Emergency, das werden wir eine Weile spielen. Und dann sehen wir weiter. Letztendlich, kann man sagen, dass es bis jetzt natürlich nur Playtests waren. Wir werden im fertig releaseden Spiel dann sehen, wie es sich letztendlich verhalten wird. Ob das Spiel Pay to Win ist oder nicht, ob das Spiel viel gespielt wird oder gut angenommen wird von der Community oder nicht. Aber nach aktuellem Stand gehen die Stimmen tatsächlich eher in Richtung viel, viel Kritik.
weil es halt einfach nicht das ist, was der Großteil gewünscht oder auch gewollt hat. Ja, jetzt habe ich genug gebabbelt. Ich würde sagen, wir kommen langsam mal zum Ende. Ich bedanke mich beim Teuton King, ich bedanke mich beim Domme und auch beim Gecko, dass ihr hier bei diesem Video mitgewirkt habt. Es war mir eine große Freude und ja, würde mich jetzt verabschieden, wünsche euch dann einen wunderschönen Tag, bleibt gesund und wir sehen und hören uns im nächsten Video. Tschö, Minö! Ade!